Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Fast hätte man meinen können, Russen treffen an der Goldbachstraße in Obolungwitz. War es aber nicht. Das musste auch 2021 wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Stattdessen hoben die Organisatoren das erste Obolungwitzer Erntefest aus der Taufe. So manche Elemente des berühmten Russentreffens fand man aber wieder. Zum Beispiel das Kräftemessen auf dem Kampfacker. Traktoren verschiedener Gewichtsklassen versuchten mit dem Schlitten im Schlepptau so weit wie möglich auf der Steigung Strecke zurückzulegen. Auch der Kraftprotz Ural durfte am Wettbewerb teilnehmen und hatte nur wenig Mühe. Naja, kein Problem. Kriegt man hin bis oben hin. Aber ihr seht, der Bremsschlitten dreht noch mit, die hätten wir eine Stufe höher nehmen können. Das machen wir beim nächsten Mal. Neben dem Traktorpulling gab es erntefesttypisch allerlei Vorführungen. Man durfte zuschauen, mitmachen oder mit Experten fachsimpeln. Viele Jahre beim Russentreffen dabei und auch vom 10. bis 12. September zum ersten Erntefest waren die Salbitzer Sensenmäher. Die zeigten, wie Sensen vorbereitet werden, ehe man sie zum Einsatz bringt. Also, ich bin immer gerne irgendwo zu Torffesten oder zu Veranstaltungen. Trifft man Leute, kann man über Gott und die Welt quatschen. Jeder hat eine bestimmte andere Erfahrung. Jeder weiß ein bisschen was anderes. Und ist immer schön. Und das erste Obolungwitzer Erntefest? Einmal frei, schön. Kommen wir gerne her. Die Atmosphäre ist gut. Bieten was den Leuten. Ja, das ist, wie gesagt, das ist dann immer, wenn man den Leuten ein bisschen was bietet, kommen auch immer mehr. Auch die spinnende Zunft war der Meinung, sehr schön ist das Fest. Ich freue mich ganz sehr, dass so viele Familien da sind. Die Besucher schlossen sich dem an. Das ist doch schön. Schön klein, nicht überrannt. Das Wetter passt halbwegs. Was wollen wir denn mehr? Einmal frei. Ist zwar nicht selbe so groß Flair wie das Russentreffen, aber das Gefühl Flair einfach ist da. Und es macht Spaß, wie jedes Jahr, wenn wir sonst beim Russentreffen oben haben. Als Träne. Wir kommen gerne wieder. Ja, das Miteinander, zusammen, jeder kennt jeden, man sieht halt schöne Sachen. Das ist auch schön, Oldtimer hier. Ja, sollen wir den noch dazu sagen. Man sieht halt auch mal was anderes, als wo es daheim steht, ein Oldtimer, aber... Wie beim Russentreffen rückte man ebenso beim ersten Erntefest im Familienverbund an. Es wurde für alle Generationen etwas geboten. Die musikalische Unterhaltung fehlte ebenso nicht. Die kam unter anderem von den Pfaffenbergern. Hunger und Durst durften nach Belieben gestillt werden. Nur die Werbung für das Russentreffen war überholt. 2020 sollte die 15. Auflage stattfinden. Musste aber auch da schon Corona-bedingt ausfallen. Vielleicht kann dieses kleine Jubiläum endlich 2022 nachgeholt werden. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Wohnfühlwochen. Hier finden Sie mehr Wohnideen fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel.
Telefon und Internet zu teuer? Die Technik soll bleiben? Wir liefern Telefon und schnelles Internet preiswert über Ihren Kabelanschluss. Erfahrene Techniker installieren vor Ort. Die Formalitäten erledigen wir. Vorhandene Rufnummern bleiben. Unsere Tarife sind flexibel. Lassen Sie sich telefonisch oder im Laden beraten. Wir finden die optimale Lösung für Sie. Nutzen Sie unseren Computer-, Drucker-, Telefon- und Sendersuchlaufkundendienst. Wir sind immer von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr für Sie da. Burgstedt, Chemnitzer Straße 11, parken vor der Ladentür. Am 11. September konnte man ihn noch in Limbach-Oberfrohna erleben, bei der Freigabe eines neuen Parkplatzes an der Hechinger Straße. Auch beim Familientag, wo er am Stand der großen Kreisstadt den Gewinnern der DRK-Sonderblutspendeaktion gratulierte. Am 15. September kam die Nachricht, dass der Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel im Alter von 47 Jahren unerwartet verstarb. 2015 wurde er zum Oberbürgermeister der großen Kreisstadt gewählt. Er war seit 2009 Stadtrat, erst für die SPD und ab 2014 für die Freien Wähler, für die er auch im Kreistag saß. Der studierte Politikwissenschaftler und Historiker, der 2005 die Doktorwürde zum Thema sächsische Landesgeschichte erlangte, unterstützte als Mitglied verschiedene Vereine in der Stadt, engagierte sich unter anderem beim Stadtelternrat und als Major der Reserve im BVK Chemnitz beim Katastrophenschutz. Seit seinem 11. Lebensjahr spielt er Handball bei der BSG Fortschritt Limbach, der BSG Grubenlampe Zwickau und von 1991 bis 2014 beim BSV Limbach-Oberfrohna. Dort war er viele Jahre Kapitän. Dr. Jesko Vogel hatte noch viele Pläne für Limbach-Oberfrohna, weshalb er 2022 wieder zur Oberbürgermeisterwahl antritt. Sein plötzlicher Tod sorgte für tiefe Betroffenheit. Er hinterlässt eine Frau und zwei Töchter. Die Amtsgeschäfte im Rathaus Limbach-Oberfrohna werden zunächst vom Bürgermeister Robert Volkmann weitergeführt. Eine spektakuläre Licht- und Musikschau erwartete am 10. September die Besucher der Trinitatiskirche Hainichen. Mit der Band Stilbruch ging es bis ans Ende der Welt. Ja, Stilbruch gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Angefangen haben wir als Straßenmusiker in den Straßen von Leipzig. Und das haben wir eine ganze Weile gemacht und sind auch mit der Straßenmusik eigentlich in ganz Deutschland herumgekommen und haben so uns viele Fans erspielt und auch Auftritte, weil viele Veranstalter auf uns aufmerksam geworden sind. Und seit mittlerweile 8 Jahren leben wir hauptberuflich von Musik und reisen eigentlich in ganz Deutschland jedes Wochenende zu Konzerten an und spielen viel Musik, unsere eigene Musik, und es macht ganz viel Spaß. Der Bandname Stilbruch ist ganz einfach erklärt. Es ist schon eine außergewöhnliche Kombination von Instrumenten, denn Geige, Cello und Schlagzeug, da würde man, glaube ich, auf den ersten Blick oder aufs erste Hören nicht unbedingt auf Rockmusik schließen. Aber das versuchen wir wirklich nur mit diesen Instrumenten Rockmusik zu machen. Und wir finden, das ist an sich ein ganz schöner Stilbruch zur normalen Rockmusik, die man so aus dem Radio kennt. Bei der ist nämlich im Normalfall die Rockgitarre zu hören. Wir sind junge Kerle gewesen, als wir die Band gegründet haben, und wir wollten unbedingt Rockmusik machen. Und ich hatte dummerweise nicht Gitarre gelernt, sondern das Cello, und deswegen musste ich irgendwie versuchen, mit Cello Rockmusik zu machen. Und ich habe mir einen Geigenspieler gesucht und am Anfang noch zwei Akustikgitarren, und so haben wir angefangen. Und im Laufe der Zeit hat sich die Besetzung ein wenig geändert. Mittlerweile ist es Schlagzeug, Cello und Geige, aber wir finden,
Das passt eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Davon konnte sich auch das Publikum an dem Abend überzeugen. Nicht zu überhören war, dass die Musiker von Stilbruch richtige Profis sind. Also wir haben alle klassisch unsere Instrumente gelernt und auch studiert. Also die Geige und das Cello, der Konstantin am Schlagzeug, natürlich Popularmusik. Und das Besondere bei uns ist, dass wir nicht versuchen, irgendwelche Rock-Arrangements von bekannten Liedern, die es schon gibt, irgendwie auf diese Besetzung umzuschreiben, sondern wir versuchen vom klassischen Standpunkt aus, mit diesen Instrumenten, also Cello und Geige, Arrangements zu schaffen, die der Rockmusik sehr nahe kommen, aber eher von der Klassik ausgehend. Deswegen nennen wir das Ganze eher New Classic als irgendwie Classic Rock oder sowas. Also New Classic, das ist das, was eigentlich für uns steht. Die Musik wurde von einer Lichtshow umrahmt, denn der Abend stand unter dem Motto nach der erleuchteten Kirche. Und wir waren total beeindruckt, weil hier wirklich ein Licht aufgefahren wurde, eine tolle Lichtstimmung inszeniert wurde und das passend zur Musik. Das hätten wir so nicht erwartet und vor allen Dingen, dass die Kirche voll war. Also so viele Leute haben wir seit langem nicht mehr gesehen. Wir hatten sonst in Leipzig auch Konzerte vor 1000 Leuten. Und das ist jetzt seit der Pandemie das erste Konzert gewesen, wo es wirklich mal wieder ausverkauft war. Denn wir merken, dass die Leute einerseits sehr Kultur brauchen, aber trotzdem sehr viel Angst haben, irgendwo hinzugehen und gerade auch in geschlossene Räume. Und das war für uns heute ein ganz, ganz tolles Erlebnis, wieder eine volle Kirche und auch noch so eine schöne Kirche zu sehen und hier spielen zu dürfen bei so einem tollen Publikum. Ermöglicht hatte das der mittelsächsische Kultursommer, kurz Miskus, und die Kirchgemeinde, die das Haus für diese Veranstaltung zur Verfügung stellte. Am 11. September wurde gegen 9.30 Uhr mit dem Durchschneiden des Bandes der neue Parkplatz an der Hechinger Straße in Limbach-Oberfrohna freigegeben. Ja, wir wollten in erster Linie natürlich diesen städtebaulichen Missstand beseitigen. Hier war ja im Prinzip ein Abrisshaus, das danach eine Brache hinterlassen hat. Der Grundstücksverkehr war relativ kompliziert. Wir haben dann als Stadt eine ganze Weile verhandelt und waren dann eigentlich auch froh, dass wir an das Grundstück gekommen sind. Und dann war natürlich die Überlegung, was man damit macht. Und der Stadtrat hatte sich sehr frühzeitig schon positioniert und eingefordert, dass wir hier noch einen weiteren Parkplatz schaffen, um einfach die Situation in Stoßzeiten noch weiter zu entlasten. Und wir haben natürlich hier die Situation, dass der Parkplatz des Stadthauses, der ja eigentlich sozusagen privat angeboten wird, natürlich von vielen anderen auch genutzt wird. Und da wollten wir natürlich als Stadt noch einen weiteren Parkplatz anbieten, um das einfach ein Stück weit zu entlasten. Eine Rolle bei der Entscheidung spielte außerdem der Johannesplatz. Hier plant man, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Der neue Parkplatz trägt dazu bei, dass wir hier noch die Möglichkeit haben, natürlich ganz nahe zu dieser Stelle weitere Parkplätze anzubieten, um insgesamt dann letztlich für alle eine gute Lösung zu finden. Das war also der Ansatz. Und wir haben auch sehr frühzeitig dieses Vorhaben im Städtebau angemeldet, sind auch sehr froh, dass wir hier eine Förderung erhalten haben und konnten deswegen letztlich für die Stadt relativ überschaubaren Kosten sowohl den Grundstücksverkehr regeln, wie auch dann jetzt hier diesen Parkplatz zu errichten. Mit den Elementen, die den Erfordernissen der heutigen Zeit entsprechen. Wir haben das so konzipiert, dass wir natürlich einen behindertengerechten Parkplatz haben, aber wir haben jetzt aktuell zwei öffentliche Ladesäulen mit dem Unternehmen 1 gemeinsam hier hingebracht. Und wir haben für vier weitere Parkplätze das E-Laden bereits vorbereitet. Abhängig von der ansteigenden Nutzung, die ja wahrscheinlich zu erwarten ist, können wir hier ohne Probleme dann entsprechend vier Parkplätze nachrüsten. Ich denke, dann haben wir hier doch ein relativ gutes Angebot im Innenstadtbereich. Und wir haben natürlich noch etwas für Fahrradfahrer getan. Wir haben also sechs Abstellbügel, die Fahrräder auch schonen
und haben eine Ladestation für E-Bikes mit vorgesehen, sodass man hier laden kann, das Fahrrad vernünftig abstellen kann. Das ist die eine Sache. Die zweite, wir haben noch etwas auch für die Innenstadt getan, haben eine schöne Sitzecke mit hingebracht. Und der Hauptpunkt ist natürlich, dass wir hier den Bereich Innenstadt, Post ist ja bekannt, da läuft ja gerade die Sanierung. Und wie gesagt, hier diese schlimme Dreckecke, dass wir die wegbekommen haben, dass wir insgesamt die Innenstadt weiter aufwerten. Das war natürlich das zentrale Ziel der Stadt. In anderen Kommunen sieht man das Parkplatzangebot schrumpfen. Man muss sicherlich mit Augenmaß schauen, wie ist denn eigentlich das Nutzungsverhalten? Na, also wir werden jetzt sicherlich nicht versuchen, die Leute als Stadt zu erziehen, sondern es ist einfach so, die meisten haben nun mal ein Fahrzeug. Für viele ist es auch einfach notwendig, wenn ich aus dem ländlichen Ortsteil herkomme zum Beispiel. Und unsere Intention ist immer gewesen, dass wir gemeinsam mit den Händlern hier vernünftige Parkverhältnisse anbieten und dass wir die auch kostenfrei anbieten, um einfach die Innenstadt nicht weiter zu schwächen, sondern zu stärken. Also das war schon immer der zentrale Punkt. Und da werden wir natürlich auch festhalten. Trotzdem müssen wir natürlich mit der Zeit gehen und wir werden jetzt versuchen, dass wir sozusagen auch eine gewisse Mischung der Nutzungsarten hinbekommen, dass wir es auch natürlich für Fußgänger besser machen, dass wir eine bessere Aufenthaltsqualität haben. Und das wird die Aufgabe der nächsten Monate sein. Wir bereiten da gerade einen Antrag vor für den ganzen Bereich Johannesplatz, Spielplatz, obere Helenstraße, Helenstraße, wo wir auch die nicht mehr genutzten Geschäfte noch mal angehen wollen, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Also das muss natürlich parallel laufen, dass man sowohl mit einem Fahrzeug gut herkommen kann, das nutzen kann, wie auch sich als Fußgänger und Radfahrer wohlfühlt. Und das ist eben jetzt das Kunststück der nächsten Jahre, dass man da möglichst allen ein Stück weit entgegenkommt und für alle eine befriedigende Lösung findet. Das ist eigentlich mein zentrales Ziel, um nicht eine Verkehrsart gegen die andere auszuspielen. Das ist sicherlich nicht sinnvoll. Was die Möglichkeit zum kostenlosen Parken in Limbach-Oberfrohna angeht. Ich denke, das hat sich über die letzten Jahre bewährt. Und wir wollen die Leute ja nicht verschrecken, sondern sie sollen ja tatsächlich ihre Geschäfte hier abwickeln. Und ich kann ja ins Chemnitz-Center fahren, das Parken auch kostenlos. Das wollen wir eben gerade nicht. Sondern wir wollen, dass die Leute hierher kommen. Und deswegen denke ich, die Stadt ist finanzstark genug, dass wir diese Erträge auch nicht unbedingt brauchen. Und das war immer unsere Intention, dass wir das kostenfrei machen. Das wird auch so bleiben. Der neue Parkplatz an der Hechinger Straße kostete rund 300.000 Euro. Zu zwei Drittel wurde das Projekt über das Bund-Länder-Programm Stadtumbau Programmteil Aufwertung finanziert. Der Park zwischen Dreifeldhalle und dem Gymnasium war wieder Austragungsort des Kinder- und Jugendtages in Liechtenstein. Organisiert hatte den der Liechtensteiner Karnevalsclub. Das hat sich im Prinzip vor 2 Jahren ergeben, wo die Stadt nicht mehr die Möglichkeit hatte, diese Feste selber auszurichten. Das heißt, im letzten Jahr waren wir erstmals als Liechtensteiner Karnevalsclub die Veranstalter des Kinder- und Jugendtages und des Licht- und Lampionfestes. Dieses Jahr, das zweite Jahr in Folge, ist eine Kooperation von mehreren Vereinen. Wir haben viele mit ins Boot bringen können, haben unseren Steffen Fiedler, der vorher für die Stadt lange unterwegs war, in Bezug auf die Spendensammlung und so weiter, da diese Feste sich nur aus Spenden und Sponsoring finanzieren. Es war die 18. Auflage dieses Festes, zu dem den Gästen ein großes buntes Programm geboten wurde. Wir haben dieses Jahr das erste Mal über 50 Einzelattraktionen am Platz. Diese Einzelattraktionen wurden von verschiedenen Einrichtungen und Vereinen nicht nur aus der Stadt im Grünen, sondern auch aus den Nachbarkommunen angeboten. So ein großes Fest auf die Beine zu stellen, gelang auch deshalb, weil zusammen am gleichen Strang gezogen wurde. Also der Zusammenhalt der Vereine in der Stadt ist die letzten Jahre sehr gewachsen. Es haben sich auch dieses Jahr wieder mehr Vereine wie noch das letzte Jahr dazu entschlossen, bei den Festen mitzumachen und in Kooperation der Vereine dort was auf die Beine zu stellen. Der Kinder- und Jugendtag ist eine Tradition geworden hier in Liechtenstein und wir werden uns Mühe geben und versuchen natürlich auch die nächsten Jahre die Feste weiterzuführen in dieser Art und dieser Form. Sie sind gut angenommen. Wir haben zwar auch dieses Jahr wieder diese Begrenzung aufgrund der Corona-Verordnung von 1000 Personen gleichzeitig am Platz. Es wird auch, so wie es aktuell aussieht, dieses Jahr wieder schwierig, dass wir Leute am Tor warten lassen müssen, bis andere gegangen sind. Aber wie gesagt, die Annahme und die Resonanz der Bevölkerung ist gigantisch, also werden wir das auch weitermachen. Das geht, weil der Liechtensteiner Karnevalsclub eine starke Gemeinschaft ist. Also wir sind als Verein hier im Einsatz mit ca. 50 Mann.
Mitveranstalter, der Jugendbeirat von Liechtenstein, der Stadt Liechtenstein, ist auch noch mal ungefähr mit 7, 8, 10 Mitgliedern vertreten. Wir haben viele freiwillige Helfer, viele Leute, die sich einfach aufgrund der Tatsache der Art des Festes bereit erklärt haben, hier uns zu unterstützen. Wir waren heute Vormittag mit ca. 30 Mann hier am Aufbauen und sind jetzt, wie gesagt, ich denke im Ganzen mit über 100 Helfern hier am Platz. Mit der Organisation des Festes wurde Anfang 2021 begonnen. Wir haben natürlich die Corona-Sache stark verfolgt die ganze Zeit, um auch zu sehen, wie wir es machen können. Waren aber der Überzeugung, dass wir immer eine Möglichkeit finden, diese Geschichte zu machen, haben leider seit dieser Woche die verschärften Regeln. Dazu gehörte die Kontaktnachverfolgung. Sind allerdings froh, dass wir nicht auf 3G oder 2G-Regeln aktuell reagieren müssen hier. Das nächste Highlight lässt nicht lange auf sich warten. 25. September findet im Stadtpark das Licht- und Lampionfest statt. Wie gesagt, ist eine Abendveranstaltung mit Lampionumzug, vielen Überraschungen und einem gut beleuchteten, bunt beleuchteten Stadtpark. Auch diese Veranstaltung organisiert der LCC mit Unterstützung zahlreicher anderer Vereine und Einrichtungen der Stadt Liechtenstein. Weil einer von Clown Brandolinos Kumpels seinen Körper mit Wölkchen bedeckte und an der Selfie-Box zum Himmel mit freundlichem Gesicht wurde, schien am 11. September die Sonne, als morgens 10 Uhr in Limbach-Oberfrohnas Stadtzentrum der Familientag startete. Im letzten Jahr musste dieser Tag Corona-bedingt ausfallen. Da das Virusthema noch immer nicht abgehakt ist und die Corona-Regeln sich ständig ändern, sind die Vorbereitungen für Veranstaltungen sehr schwierig. Deswegen fand der Familientag in kleinerer Form als vor Corona-Zeiten statt. Der Familientag hat eine sehr lange Tradition, angefangen als Blumenfest in Limbach und jetzt schon über viele Jahre als Familientag. Wir sind sehr froh, dass die Stadt dieses Mal die Federführung übernommen hat, aufgrund der ganzen Geschehnisse in der letzten Zeit. Freuen uns natürlich, dass es auch hoffentlich dann noch reger angenommen wird heute. Schon vor dem Mittag waren traditionell viele Menschen in der Innenstadt unterwegs. Der Familientag hat in der Stadt große Bedeutung. Hier treffen sich Familien, jung und alt, schlendern über die Helenstraße und schauen, was es so alles Neues gibt in Limbach. Der Familientag bietet Händlern die Möglichkeit, dass sie von potenziellen Kunden entdeckt werden. Es geht darum, die Innenstadt zu beleben und um die Geschäfte anzukurbeln. Von Limbach-Oberfrohna kann man sagen, im Gegensatz zu anderen Innenstädten haben wir doch noch sehr viele Möglichkeiten, wo man einkaufen gehen kann. Und wir hoffen, dass es doch so bleibt und noch ein paar mehr dazukommen. Der Handels- und Gewerbeverein möchte einen Teil dazu beitragen. Wir haben vor, ab 1.11. kommt ein Stadtgutschein nach Limbach-Oberfrohna, wo wir einen Gutschein anbieten werden, der bei so viel wie möglich Händlern in Limbach-Oberfrohna eingelöst werden kann. Kein Gutschein, sondern Geldprämien sowie Pokale. Räder der Vereine überreicht, die bei der Blutspendeaktion des DRK am 30. Juli die meisten Blutspender aufboten. 117 spenderwillige Bürger aus 37 Vereinen unterstützten die Aktion. Vereine helfen, Vereinen helfen. Der BSV Limbach-Oberfrohna gewann die 500 Euro. Bei der Schwimm- und Tauchsportverein sowie der FSV Limbach-Oberfrohna Gleichauflagen legte der DRK-Ortsverein Limbach-Oberfrohna zum Geld der Stadt 100 Euro dazu, sodass sich beide Vereine über 300 Euro freuen dürfen. Zum Familientag war auch wieder der Jugendbeirat der Stadt mit einem Stand vertreten. Indem wir kreativ den Leuten zeigen wollen, dass wir hier sind und dass wir ihre Stimme hören wollen, von Jugendlichen besonders. Wer noch nichts vom Jugendbeirat gehört hat: Wir sind die Vertreter von Jugendlichen aus Limbach-Oberfrohna und der Umgebung und wir tun deren Interessen in der Stadt lauter vertreten. Wir sitzen zum Beispiel bei solchen großen Veranstaltungen hier in Limbach-Oberfrohna und sind grundsätzlich auch bei Stadtratssitzungen mit dabei und tun jedes Mal, wenn es geht, unsere Meinung, die Stimme von den jungen Leuten in Limbach-Oberfrohna mit einbringen. Und zum Beispiel sowas wie das Wahlforum, was es letzte Woche gab, tun wir auch zeigen, was die Meinungen, die Stimmen, die wichtigen Fragen für die jungen Leute in Limbach-Oberfrohna sind.
Der Familientag in LO. Wir finden das eine super coole Aktion, besonders, dass auch wir zeigen können, dass Jugendliche mit zur Familie und auch ganz wichtig in Limbach-Oberfrohna sind. Der Jugendbeirat wünscht sich, dass generell mehr Aktivität bei den Jugendlichen ist, was mitzumachen, aber auch mehr, dass erwachsene Leute uns zuhören, was wir wollen und das auch später vielleicht uns unterstützen, umzusetzen. Der Familientag ist eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Huch. Da ist dein lila Blütenstiel schon mal fertig. Hältst du bitte mal fest. Und jetzt machen wir noch deine Blüte ran, ne? Und jetzt nehme ich nochmal. Tata. Tata. Viel Spaß damit. Sagst du auch nochmal Dankeschön? Tata hat Tata gemacht, das ist auch gut. Zu einer bunten Märchennacht lud am 11. September die Parkeisenbahn Chemnitz ein. Wegen Corona musste die etwas anders gestaltet werden, als es sonst üblich war. Den Besuchern wurde trotzdem wieder allerhand geboten. So unter anderem die Märchenvorführungen des Kinder- und Jugendtheaters Buratino aus Stolberg, das neben Rumpelstilzchen auch den Wettlauf zwischen Hase und Igel aufführte. Im Märchenschloss begrüßte in diesem Jahr ein neuer König die Besucher. Tim Zeugus hat nun das Zepter in der Hand, weil der alte König Matthias Diedl Ende Juli in den Ruhestand ging. Der neue König loste zusammen mit der Prinzessin die Gewinner des Märchenrätsels aus, die sich über tolle Spiele und Bücher freuen durften. Im Hof des Bahnbetriebswerkes gab es indes viel Bastelspaß für die Kleinen und zum Staunen brachten die Modelleisenbahner die Besucher mit der beleuchteten Gartenbahnanlage. Staunen sollte man in dieser Nacht noch mehr. Der Zauberer, Gaukler und Feuerkünstler Narreto hatte seine Zelte am Märchenschloss aufgeschlagen und wusste mit vorlauten Sprüchen und Fingerfertigkeiten zu unterhalten. Nach dieser Show startete der Lampionumzug. Oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus. Rappel, 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 bum, bum, bum. Ich geh nach Haus, mein Licht ist aus. Rappel, 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 absolut. Mit Gesang und Lichterglanz ging es zum Bahnhof Küchwaldwiese. Der Abschluss der Märchennacht war die Lichterfahrt durch den Küchwald. Im dunklen Wald verliefen sich einst Hänsel und Gretel, begegnete Rotkäppchen dem bösen Wolf und lebte Schneewittchen bei den sieben Zwergen. Was die Fahrgäste nachts im Wald erlebten, das erzählen sie vielleicht zur nächsten Märchennacht bei der Parkeisenbahn. Der Kunnerstein braucht auch in diesem Jahr nicht auf sein Fest zu verzichten. Am 12. September wurde hier oben gefeiert und die schöne Aussicht genossen. Musikalisch unterhalten wurden die Kunnerstein-Festgäste traditionell von diesem Duo. Wir sind Zwiebel Scandali. Seit 26 Jahren gibt es uns. Leider, Silberhochzeit musste furchtbar ausfallen, zwecks Corona. Ja, aber egal. Wir sind schon seit wie lange Westkenner. Ne? Wir, die Unterlagen sind bei der Sintflut damals verloren gegangen, seit wir das hier schön machen, auf dem Kunner stehen. Aber immer wieder schön. Jedes Mal wunderschönes Wetter, hervorragendes Publikum. Und am Anfang haben wir hier losgemacht. Da haben wir ohne jede Technik gespielt. Jetzt müssen wir den ganzen Rotz machen auf Ochsen.
dann wieder runter, ne? Oder umgekehrt. Und Forscher haben sie eine Autobahnanbindung gemacht, da hinten an der A4. Da kann man dann mit dem Auto schön ins Leben rauffahren. Ne? Von den einen Leuten. Naja. Wir zwei. Naja. Das Musikprogramm war bunt gemixt. Zu hören gab es unter anderem Songs, die schon fast 5 Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Auf Wellen reiten, getaucht im Meeresspiel und Sonnenglanz, wie Katzen seinen wilden Tag. Den ersten Geburtstag feierte in diesem Jahr der Corona-Song von Zvio Scandali. In dem wird ein edler Tropfen besungen, wenn man den genießt. Kein Corona, krieg niemals Corona, denn mit lauter Kocher macht man nur bald, die Rüste überall, kocht man einfach kalt, da kriegt ihr kein Corona. Das Kunnersteinfest, das wieder die Bergfreunde Kunnerstein auf die Beine stellten, war auch in diesem Jahr eine unterhaltsame Angelegenheit. Uns macht Spaß. Wir werden es auch noch weitere 2000 und ein paar quetschte Show machen. Aber mal sagen, wie lange es den Leuten noch gefällt. Momentan. Die Resonanz ist nach wie vor. Ist die Bude immer voll. Ja. Hervorragend. Ja. Uns freut es, wenn wir nach wie vor zur Stange halten. Ja. Sagen wir mal, wie es weitergeht. Bleibt alle schön gesund und Schluckimpfung mit Lauterbacher. Das ist ganz entscheidend. Da hat die Pandemie keine Chance mehr. Ihr Leid macht's gut. Ja. Na, bleibt gesund. Kennst du die Hölle? Die Hölle, die uns mit Schatten. Am 11. September wurde die Geburtstagstorte angeschnitten. 30 Jahre, nicht etwa Olsen-Hähne, sondern der AMC, der Automobil- und Motorradclub Sachsenring. Also ich bin erst die letzten 8 Jahre Vorsitzender von diesem fantastischen Verein. 30 Jahre AMC ist Motorgeschichte, ist Aufbau Sachsenring an der neuen Rennstrecke und am neuen Sachsenring. Und wie gesagt, es ist eine große Ehre, diesem Club vorzustehen und natürlich diese Tradition weiter fortzuführen. In Zukunft wird es dafür an Gelegenheit nicht mangeln, denn ich denke, Motorsport wird immer eine wichtige Rolle in der Region spielen und Streckenposten werden immer gebraucht werden, medizinische Kräfte werden immer gebraucht werden und das ist der AMC Sachsenring, der dort der starke Partner in der Region ist. Nach der Gründung 1991 war ein wichtiges Ziel, wieder Motorsport am Sachsenring stattfinden zu lassen. Nach 1990 war damit erst einmal Schluss. Es gelang, die Landesregierung und die Kommunalpolitik zu überzeugen, sodass 1994 der erste Spatenstich für das Verkehrssicherheitszentrum durchgeführt wurde. Die 1995 eröffnete Anlage am alten Sachsenring wurde zum neuen Sachsenring, auf dem seit 1998 auch wieder Grand Prix-Rennen veranstaltet werden. Wenn Motorsport in der Region stattfindet, sollten freilich auch Rennfahrer aus der Region am Start sein. Deswegen hat sich der AMC die Nachwuchsförderung auf die Fahnen geschrieben. Es ist für uns die Nachwuchsförderung eine ganz wichtige Sache, weil wir einfach auch sagen, der Motorsport muss ja weitergeführt werden. Deswegen ist der AMC auch deutschlandweit der aktivste Verein im Nachwuchssport im Zweiradbereich. Natürlich, nicht ganz zu vergessen, bemühen wir uns auch im Kartsport jetzt noch ein bisschen straff zu ziehen. Und denke ich, in den nächsten 5 Jahren können wir dort auch Talente kreieren. Aber in erster Linie liegt der Schwerpunkt erstmal auf Pocketbike, Minibike. Und mit dem Team Brüssel GP haben wir natürlich einen guten Partner, wo wir die Leute bis hoch in die MotoGP führen können. Und das ist natürlich für uns als AMC eine ganz, ganz wichtige Sache. Zu den Sektionen des AMC gehören unter anderem auch Seifenkisten und Traktorsport. 1991 mit 49 Mitgliedern gestartet, kann man heute sagen. Unsere Mitglieder kommen teilweise aus der Schweiz. Also wir haben, wenn man so sagt, wir haben 470 Mitglieder im Moment. Davon sind 250, wie ich immer so schön sage, in der Region. Und der Rest sind eigentlich Mitglieder, die den AMC gutgesinnt sind. Die sind über ganz Deutschland verteilt. Und wie gesagt, Österreich, Schweiz haben wir auch Mitglieder, die uns schon seit Jahren die Treue halten. Die Feier zum 30. Clubjubiläum konnte am 11. September trotz Corona stattfinden. Beim AMC gibt's fast Pause. Spurlos ging die Pandemie trotzdem nicht am AMC vorbei. Die
Die Vereinsarbeit ist natürlich durch Corona ein bisschen gebremst gewesen jetzt die letzte Zeit, aber wir denken, dass wir vielleicht im Herbst rein zu wieder mit Clubabenden beginnen können. Ob wir dann wieder eine Weihnachtsfeier machen können, sage ich mal, das steht heute gesehen in den Sternen. Ich bin froh, dass wir heute 30 Jahre feiern können. Die Auflagen, sage ich mal, so begrenzt sind, dass wir eigentlich keine Einschnitte haben. Und ich denke, dass wir heute einen wunderschönen Tag erleben und den Rest müssen wir sehen, was die Zeit bringt. Es wurde einiges aufgefahren, um mit den Mitgliedern und Freunden des Clubs zu feiern. Den Abend gestaltete die Kultband RB2. Die Musiker packen natürlich selbst noch mit an, wenn es um den Bühnenaufbau geht. Am Nachmittag hatte der Faschingsverein Rowehe eine kleine Einlage gegeben. Und für die Kinder hatte man ebenfalls einiges im Angebot. Das Fest heute, ich bin zufrieden. Ich denke, man sieht es mir auch an. Es ist ja immer die Frage, wenn du sowas organisierst, kannst du es an demjenigen Tag dann auch durchführen. Gestern Regen, heute Vormittag Regen, jetzt Sonnenschein, was wollen wir mehr? Also selbst der Himmel ist mit uns und ich denke, heute Abend mit RB2 wird es noch eine richtig schöne Nummer. Für die Zukunft des AMC wünscht sich der Vorsitzende Olsen-Hähnel. Weiterhin starke Mitgliederzahlen, weiterhin Motorsport in der Region. Natürlich das Thema Corona, dass es das langsam mal verlässt, dass wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. Freies Fahren, die ganzen Motorsportveranstaltungen durch den ADAC Sachsen, die wir mitbegleiten. Die Arena E sei hier nicht vergessen in Mülsen, die ganz wichtig ist für uns als Trainingszentrum und auch als Veranstalter. Und ich denke, die Zukunft hat sehr viele Aufgaben noch für uns, wo wir der Sache auch gewachsen sind. Das Gerätehaus von Limbach-Oberfrohnas Ortsfeuerwehr Pleisa dient am 10. September als Feierhalle. Gefeiert wurde zusammen mit Vertretern anderer Wehren sowie Vertretern von Vereinen und Einrichtungen der 145. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Pleisa, die 1876 als Feuerwehrlöschverein von Bürgern des Ortes gegründet wurde. Der erste Hauptmann war Anton Jochmann und leitet die Ortsgruppe Pleisa. Das erste Spritzenhaus hier im Ort Pleisa stand auf dem Schulberg unterhalb der Schule, wo heute der Spielplatz ist. Unser Gerätehaus, wie wir es hier nebenan sehen, ohne diesen Anbau, wurde zwischen 1925 und 1929 erbaut. Durch Geldmangel zog sich das eben über viele Jahre hin. Die Einweihung damals war am 29.01.1930. Damals wurde dieses Gerätehaus nebenan übergeben. Nach den Umbaumaßnahmen, wie Sie jetzt das jetzt hier sehen, mit einer Fahrzeughalle, den Verbindungsgang, Toiletten, Werkräume und alles, was hier jetzt ringsum ist, war die Einweihung damals am 3.02.2001. Die Sanierung wurde dann abgeschlossen und wir hatten Gott sei Dank endlich ein modernes Gerätehaus mit allem Komfort. Marcel Philipp blickt auf die Geschichte zurück. Lange Zeit als Stellvertreter tätig, übernahm er im Frühjahr von Stefan Taubner das Amt des Ortswehrleiters. Der neue Stellvertreter ist nun Sören Rezer-Thalmann. Vielleicht schreibt man über sie ebenfalls Verse, wie sie Ute Köhler an diesem Abend vortrug. Kleine Geschichten über Feuerwehrmänner des Ortes. Die Feuerwehr musste aufhören zu feiern und es wurde kein Blatt vor den Mund genommen. Hier haben wir jetzt das Tafellied für das gemeinsame Schlachtfest der Freiwilligen Feuerwehr. Leider sind der Verfasser und das Datum unbekannt. Aufgrund verschiedener überlieferter Ereignisse und mit Hilfe der Recherchen von Heiko konnte der Zeitraum von 1925 bis 1929 eingegrenzt werden. Auch den Zeug, wie ihr alle wisst, bei unserer Feuerwehr unser erster Hauptmann ist. Bei jeder Übung, da kann man ihn sehen, pflichtgetreu seinem Wahlspruch, um nichts zu umgehen. Nach jeder Geschichte folgt ein Refrain. Steffen Reichel animierte zum Mitsingen.
Applaus und danke, dass du Danksagungen gab es an diesem Abend viele, so an den Feuerwehrfotoverein, der das Jubiläumsfoto schenkte. Es hängt drüben im Schulungsraum. Wir sind sehr froh und stolz drauf. Vielen Dank. Wenn es in der Sache auch manchmal härter zugeht, da erlebe ich trotzdem die Kommunikation hier in Pleißer mit der Ortswehrleitung, mit den aktiven Kameradinnen und Kameraden, mit allen, mit denen ich halt zu tun habe im Amt, immer und ausdrücklich kooperativ, verständnisvoll. Und da ist auch ein Vertrauensverhältnis da. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb auch an dieser Stelle mein herzlicher Dank an Sie. Unsere Aufgabe als Stadt sehe ich insbesondere in drei Dingen. Zum einen der größtmögliche Schutz im Einsatz für unsere Kameradinnen und Kameraden und eine angemessene Entschädigung im Ehrenamt. Zweitens gute Bedingungen in den Gerätehäusern. Da ist noch viel zu tun. Und drittens, natürlich die bestmögliche Technik und Ausrüstung für die vielfältigen Aufgaben der Wehr. Das heißt zwar Feuerwehr, aber wir haben ja alle diese App und die habe ich auch. Und da sehe ich dann immer, was da eigentlich an Einsätzen so zustande kommt. Vom Astverschnitt zum Ölspur beseitigen, zum Einsatz, um Leben zu retten, ne? Um in die Häuser reinzukommen, die Polizei zu unterstützen und das alles im Ehrenamt. Das kann man nicht genug loben. In diesem Jahr ist das in Zahlen ausgedrückt. Pleißer jetzt bis jetzt 34 Einsätze. Das ist quer durch über Brandmeldeanlagen, über Einsätze, wo auch Menschenretten ein wichtiger Punkt war. Technische Hilfeleistungen, Verkehrsunfälle oder auch Ölspuren. Durch Sonderlagen, wie man das jetzt nennt, bei Großschadenslagen mit Starkregen oder Stürmen, hat auch unsere Feuerwehr hier viel zu tun. Limbach-Oberfronas Bürgermeister Robert Volkmann eröffnete die Geschenkübergabe. Etwas Besonderes hatte Pleißers Ortsvorsteher Holger Schmeißer mitgebracht. Also, das ist das neueste Artenschutzgerät der Feuerwehr. Hintergrund ist eine Katastrophenschutzübung. Unsere Rettungstruppe, die wir haben, die hatte leider ein kleines Loch und ist in ein Deich versunken. Leider so tief, dass der Tauchsportverein so rausholen musste. Also, vielen Dank. Das Hauptgeschenk des Ortschaftsrates war ein Geldgutschein in Höhe von 220 Euro für den Feuerwehrförderverein. Der Pfarrer Mika Herold bedankte sich ebenso bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und den Dank soll man auch sehen. Kommen Sie zweimal kurz her. Zum Dienst der Feuerwehr gehört nämlich einerseits zwar Feuer und Wasser und das da rausholen und helfen, aber das Erquicken genauso. Heute Abend ist eher der Abend der Erquickung. Das mit Feuer und Wasser und den ganzen anderen Dienst, der kommt dann auch dazu. Und wenn der noch so bestimmend ist, dass uns der Herr da immer wieder herausführt, dass das Ganze zu einem guten Ende geführt wird, das wünsche ich Ihnen von Seite der Kirchgemeinde von ganzem Herzen. Und dass Sie heute Abend sich ganz herzlich erquicken. Das wünsche ich Ihnen auch. Ich möchte mich bei denen bedanken, die seit Jahren sich hier um den Nachwuchs kümmern. Die hervorragende Arbeit mit unserer Grundschule seit vielen Jahren, mit dem Kindergarten. Ich war ab und zu mal dabei, vor allen Dingen auch in der Kinderfeuerwehr. Also die Nerven, die dort die Ausbilder haben, da kann man einen Hut davor ziehen. Und mit 13 in der Jugendfeuerwehr und 9 Kindern in der Kinderfeuerwehr sind wir bestens aufgestellt. Es gab auch Zeiten, da waren das mal 20. Ich kann mich daran erinnern, dass wir noch lange bevor der Freistaat gesagt hat, wir könnten eine Kinderfeuerwehr gründen, hat hier der Feuerwehrförderverein, das war nämlich genau 2008, ich weiß, dass da mein großer Sohn dabei war, deshalb kann ich mich daran erinnern, haben wir als Verein gesagt, wir nehmen es auf unser Risiko und unsere Kosten und machen jeden ersten Samstag im Monat eine Kinderfeuerwehr. Die Jugend ist einfach unser Nachwuchs für die Aktiven und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in jeder Feuerwehr und auch natürlich auch bei uns im Pleißer. Der kommissarische Gemeindewehrleiter und stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Ludorer betonte, dass ein weiteres Merkmal einer gut funktionierenden Feuerwehr ist. Die Beteiligung am Dienst an Einsätze, 33, das sind sehr gute Zeiten. Ja, wir haben schon schlechtere gesehen, also jetzt konstant immer um die 30 Leute. Das ist ein sehr gutes Ergebnis.
Dort kann ich mich immer bloß bedanken an der Dienstbeteiligung, Einsatzbeteiligung. Das geht auch trotzdem, trotz meiner anderen Funktion, auch Richtung Stadt. Es war immer die letzten 20 Jahre, kann ich jetzt, oder 18 kann ich zurückblicken, war immer ein offenes Ohr, dass Kameraden auch in Betrieben, Einrichtungen der Stadt eine Anstellung finden, wenn sie die Ausbildung haben. So kann man uns hier in Pleisa definitiv nicht beschweren, was wieder zugute kommt, weil ca. 60% der Einsätze, die sind genau in der Zeit, wo die anderen auf Arbeit sind, zwischen 6 und 16 Uhr. 60%. In der Stadt haben wir 250 im Jahr, Pleisa hat 30 bis 40. Also eine gute Symbiose. Nicht vergessen, zwei Leute aus der Feuerwehr sind auch im Führungsteam. 24 Stunden, 7 Tage die Woche ist hier die Einsatzleitung in der Stadt abgesichert. Und der dritte Punkt, das ist wichtig, deshalb sind die drei Leute heute auch nicht da, das ist die Anzahl der Atemschutzgeräteträger. Denn nur wenn ich Leute habe, die auch Atemschutz haben, bin ich am Ende auch wirklich die Feuerwehr, auch wenn sie heute viele andere Aufgaben hat. Ja, in unserer Feuerwehr in Pleisa sind wir nicht nur für den Brandschutz in der Stadt zuständig, wir sind auch über Landesgrenzen hinaus Katastrophenschutz und in der Gefahrgutabwehrgruppe tätig für den Landkreis Zwickau. In zwei Funktionen anwesend gab es von Thomas Luderer zwei Geschenke, einen Gutschein und etwas für die Hobbyköche der Feuerwehr. Der Heimatverein Pleisa überreichte eine große Torte, ein Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Also wir versuchen immer, dass die Feuerwehr irgendwo bei den Festen hier im Ort und aber auch in der Stadt mit dabei sein kann. Wir sind auch immer wieder, werden gern gefragt. Wir binden uns gerne ein und helfen überall aus, wo wir auch können. Geburtstagsgeschenke gab es an dem Abend noch viele mehr von den Gästen, die mit der Feuerwehr Pleisa feierten. Zu den Gratulanten gehörte ebenfalls Mario Legis, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Chemnitzer Land. Viele verschiedene Einsätze erfolgreich bewältigt. Ihr habt Menschen und Tiere gerettet. Ihr habt Sachwerte geschützt und erhalten. Ihr habt in euch bestmöglich auf die Situation eingestellt. Ihr habt stets das Beste draus gemacht. Ihr habt gelernt und ihr habt euch fortgebildet. Ihr habt neue Technik beschafft. Ihr habt in Ausrüstung investiert und euch neue Kompetenzen angeeignet. Und das alles im Sinne der Gemeinschaft und zum Wohle der Bevölkerung. Uneigennützig, freiwillig und kameradschaftlich. Eine besondere Ehre wurde Marcel Philipp an diesem Abend zuteil. Dann tue ich das hiermit. Herrn Kamerad Marcel Philipp, befördere Sie zum Oberbrandmeister. Herzlichen Glückwunsch. Oberbrandmeister mit zwei Pickel. Beglückwünsche zu deiner Beförderung und alles Gute. Und der Gast wirst mich auch als mein Steffen. Da müssen wir sehr stark unterstützen. Ich weiß nicht, wie du richtig bist. Danke. Für die Zukunft wünscht sich die Freiwillige Feuerwehr Pleisa weiterhin so viele tolle Kameraden zu haben. Und ja, das war's eigentlich. Mehr braucht man nicht. Jeder hat ungefähr eine Familie zu Hause. Und so müsst ihr euch das bei uns vorstellen. Wir sind eine zweite Familie, die jeder von uns hat. Und ja, einer für alle und alle für einen. Ja. Ach, ne. Ach, ja. Hallo. Die Wahl. Hä? Ja, die wirft ihre Schatten voraus. Sind sie auch schon so aufgeregt wie ich, hä? Oh, Mensch, ich freue mich schon richtig drauf auf die Wahl. Schade. Schade, dass unsere Angela nicht mehr dabei ist. Ah, schade, schade, schade. Aber ich kann sie ja verstehen, der Angela, dass sie nicht weitermachen tut. Ich meine, sie hat's ja lange genug gemacht, ne? Ha, 16 Jahre. Mensch, wer hätte das gedacht, hä? Ja, na, nun ist sie nicht mehr die Jüngste, ne? Nee. Naja, und auch mit der Gesundheit.
da ist es ja auch nicht mehr so weit her, Bad Angela. Na, das, gerade, wissen Sie, wo die die Zitteranfälle hatte, wo die so, na, da hat die so gezittert. Das war ja, wobei, da haben sie natürlich auch wieder recht, na. Tut er von fern ein Pilsner wittern, fängt der Alki an zu zittern. Es reicht eine kleine Untropfung und du siehst grau aus. Nee. Interessieren täte mich ja nicht mehr, was der Angela macht, wenn sie nicht mehr Kanzlerin tut. Ne? Naja, nee, ich will mal sagen, auf Hartz IV wird sie nicht angewiesen sein. Ne? Die hat ja, die soll ja schon ein Angebot haben aus der Industrie. Ja, aus der Rotlichtindustrie. Ja, unsere Angela aus der Rotlichtindustrie. Na ja, hier, der Edelpuff Pascha. Pascha, Edelpuff, Köln. Da, wo wir uns kürzlich getroffen hatten. Edelpuff, die suchen ja schon in Köln, in dem Edelpuff. Seit Jahren suchen die händeringend nach einer richtigen Mutter. Nach einer Puff-Mutter. Ne? Also nach einer Frau, die richtig mit Männern umgehen kann. Und wer kann besser mit Männern umgehen als wie unsere Angela? Hä? Die mächtigsten Männer der Welt hat unsere Angela am Gängelband gehabt. Ne? Um den kleinen Finger hat die gewickelt. Erinnern Sie sich doch mal, hier die G7 in Elmau damals. Ne? Zaun ringsrum, damit sie nicht abbauen konnten. Ne? Oder noch verrückter, ein paar Jahre vorher hier in Heiligendamm war das. Da waren es noch die G8. Da war noch der Putin dabei, ne? Hat die alle unter ein. Ja, nein, mit dem Trump, dann hat's mit der Angela nicht so gut geklappt. Ne? Die zwei sind nie richtig warm miteinander geworden, der Trump und der Angela. Da hätte sich der Angela vielleicht nochmal völlig neu aufbrezeln müssen. Oder so, ne? Also, vielleicht ein paar neue Jacken. Oder wenigstens ein paar neue Knöpfe an die Jacken. Ach, naja. Wissen Sie überhaupt, was unsere Angela mit ihrer alten Jacken macht? Sie zieht sie immer wieder an. Naja, gut, jetzt interessiert sie ja bald nicht mehr. Wen haben Sie eigentlich bei der letzten Wahl gewählt? Hä? Ach so, ja, geheim. Ja, es ist geheim. Wobei ich es ja trotzdem weiß. Ich weiß es. Jeder Dritte in Sachsen hat AfD gewählt. Na? Also eins, zwei, der. Da ist, ja, nee, Spaß beiseite, das ist. Ist ja ziemlich egal, wen du wählen tust. Ne? Am Ende kommt sowieso was raus, was du nicht gewählt hast. Also meine Gutste zum Beispiel, die wählt seit Jahr und doch die Tierschutzpartei. Die waren noch nicht immer an der Seite der Tierschützer. Nee, das ist nicht. Trotzdem sind die Wahlen natürlich was Schönes. Ne? Wenn du so mit der ersten und mit der zweiten Stimme so ins Wahllokal gehen kannst. Ja, mit der ersten und der zweiten Stimme. Nicht daheim habe ich überhaupt keine Stimme. Ja. Nee, und meine Stimmen, also beide Stimmen, ne? Die erste und die zweite, sind genauso viel wert wie die Stimmen von meiner Elfriede, von meiner Gutsten. Ja. Oder meine Stimmen sind genauso viel wert wie Ihre Stimmen. Oder wie die Stimmen von einem Minister oder einem Künstler oder einem berühmten Professor. Ja, ja. Meine Stimmen sind genauso, auch Ihre Stimme. Auch Ihre Stimme ist genauso viel, ja. Da können Sie jetzt pleite sein, wie Sie wollen. Ja, das ist ja das Günstige an der Demokratie. Intelligenz und Vernunft nützen gar nicht. Ja, wichtig ist dann am Ende, wer die Mehrheit hat. Und wenn die Pläten die Mehrheit... Ja, gut. Ja, nee, das ist... Aber, wissen Sie, was eine schwere Frage ist? Wen sollst du nicht wählen? Das ist ja noch viel schwieriger als die Frage, wen du wählen sollst. Nee, wen sollst du nicht wählen? Das ist die schwierige Frage. Du willst ja keinem Unrecht tun. Die geben doch
Die geben alles ihr Best. Die geben alle ihr Bestes für uns. Die scheuen keine Nebentätigkeit. Naja. Sie meinen, die gehen putzen. Ich glaube eher, die stauben ab. Naja. Aber die machen ja, die Politiker, wissen Sie, die machen ja, das muss man anerkennen, die machen ja sogar Sachen, die die nie gelernt haben. Die regieren dann irgendwann. Wobei, also es scheint Menschen zu geben, die haben ein natürliches Talent zum Regieren. Ja, das gibt's. Meine Elfriede zum Beispiel, ne? Wie die über mich seit über 40 Jahren regieren tut. Ja, ja, über 40 Jahre bin ich verheiratet mit der Elfriede. Ja, der berühmte 30-jährige Krieg, ne? Der war noch 30 Jahre zu Ende. Ich bin schon im 40. Jahr. Naja. Nee, aber ich bin wirklich ein großer Fan von den Wahlen. Ne? Ist immer spannend, was rauskommt. Ne? Am Ende, ob Jamaika rauskommt oder Kenia oder Sahara oder... Sahara? Na, das ist dann die Koalition, wo die kleine die Wüste jagen kann. Nee, oder Koko. Große Koalition. Ne? Hat man ja jetzt lange. Kennen Sie überhaupt den Unterschied zwischen großer Koalition und einem BH? Na, der Unterschied ist eben auch nicht so groß, ne? Hält zusammen, was auseinander will. Gut. Nee, aber wenn Sie nicht wissen sollten, wen Sie wählen sollen, ne? Da habe ich noch eine kleine Empfehlung für Sie hier. Das ist eine Lyrik von mir persönlich, ja. Wahlen sind eine feine Sache für den Bürger hierzulande. Er kann üben seine Rache an der ganzen faulen Bande, die man aus dem Fernsehen kennt, die sich stolz Regierung nennt, die man eigentlich nicht braucht. Was die können, kann man auch. Und drum sollte man beim Wählen sich nicht weiter selig quälen, Kreuzen machen, wie beim Lotto. Hier bei Meier, da bei Otto, ganz egal, wen es erwischt. Am Prinzip ändert sich nicht. Ob sie hart sind oder weicher, Reiche werden immer reicher. Wir könnten alle besser leben, dass Politiker gar nicht geben. Tschüss.